Michael the Best, gute Michi, ist nämlich Top 8. Given the omnipresence of Fluttermane right now in the format, that's a speed drop on both Pokemon. Earth Power rising up from the ground into this Rillaboom that's just joined the fray, and now that's going to be a responding Earth Power into the Fluttermane, known more for its special bulk. And now all of the Pokemon that are grounded, that is everything apart from the Landorus, will be getting a little bit of recovery. So Ika got some good damage down on the field. That's a really big turn, obviously, for Ika, to be honest. Rillaboom coming in so much damage. It's going to be really big here. And you can see why it took so much damage, too. It's not that Assault Vest that we often see. It's the Miracle Seed instead. So it's taking so much damage here. Now, going to the following turn, the KO is now threatened on this Landorus, thanks to another Icy Wind if it was to come out. But that Fluttermane might be now in range of a Grassy Glide. And Ika may need to be switching in an instant if it wants to be able to survive. Well, Fluttermane isn't liking the look of the Grassy Glide. So... and so is Ika's Landorus, copying Aurelion on the very first turn of this game. That was going to be the Grassy Glide landing into the Fluttermane to try and take it out so that the Landorus could get more done in this battle, and an Earth Power connecting down into the Fluttermane slot as well, just to secure it. But now, heading into the next turn, all bets are off. Exactly. So double protect for Aurelion turn one, double protect for Ika on turn two. So now we're going to the next turn, and maybe we might start to see some KOs here. Because Fluttermane needs to switch to something to be able to take it. But for Aurelion, a Grassy Glide Earth Power looks so safe into that slot. Because Incineroar can't really switch in here. It will just completely go down to the Earth Power that is following up here. But at least a trade will potentially be made if you go for the Sludge Bomb into that Rillaboom slot. So it is going to be the Ogerpon coming in instead of the Incineroar. It's going to be its... Flex. Okay, top. So, guten Morgen, Chat. Es geht. So Ika does have the Pokemon advantage, and the Landorus over on Aurelion's side will be down to the Earth Power. Not very effective on the Pokemon, but it is... Hallo! Moini! Moini! Hast du MSS-Standing? Soll ich durchgeben, oder hast du? Ich hab nicht. Also ich weiß nur bei Top 8. Aber Flobert hat mir geschrieben. Okay, ja, Flobert ist leider Top 8 verloren, aber immerhin ist Top 8 gekommen, das ist schon mal wichtig, sehr, sehr wichtig fürs Mantle. Ja, der hat mein Team benutzt, deswegen das ist Yes. Und Dancer ist Halbfinale. Ah, der hat Yannick Hops genommen, ja. Stark. Ja, Flobert hat mir geschrieben, er wurde gecrittet, also deswegen hat er verloren, sonst wäre safe, aber er schreibt dennoch Geilo. Okay, ist wichtig, sau wichtig. Mega wichtig. Für Ryan tut es mir sehr leid, er ist, glaube ich, 3-4 gegangen. Ja, er hat keine Punkte mitgenommen, das ist ein bisschen Patch, aber... Kusch hat 13 Punkte genommen, ist ganz mitgenommen, ganz geil. Somni, kann Somni noch aus Top 32 rausbabbeln? Ja, ne? Aber Nein, eigentlich nicht. Okay. Das ist big, Junge. Das ist richtig big. Ja, also vor allem auch Kollege von mir, Olli heißt Marek. Der ist auch... Habe ich gesehen. Also wirklich, das war das mega starkes Event von uns allen. Also übelst. Also ich find's auch richtig geil. Bin sehr gespannt. Jetzt schauen wir noch Michi beim Gewinn zu. Michael der Beste, aka Michael der Gewinner. Aka Michael, ich will meine Coaching-Preise. Sag ehrlich, das war ein geiler Team. Ja, war for real strong. War for real strong. Fucking Baker. Oh, geil. Hallo Skorne, schön, dass du am Start bist. Ich hoffe, es geht dir gut. So, Chat, folgt auch gerne bei BDX rein. Könnt auch gerne einen Multi-Twitch-Link aufmachen, falls ihr Bock habt. Aber folgt allgemein gerne bei BDX rein. Das wäre sehr, sehr... Olli hat sich so reingesneakt. Easy, weil Olli, musst dir vorstellen, der ist Stand 1-2 und ist dann into 7-2 gegangen. Also das... Das hat mich richtig gefreut für ihn. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Genau, der hatte da auch echte Kaliber vor sich stehen. Ja. Ich habe gestern Nacht noch das Kurdel für Flo gebreedet. Ah! Da hat er es also her. Ja. Und mein Ogerpon hat er auch. Ja, das kennt man. Mein Gujing Fire zum Beispiel ist von Boucher. Ja.
Das sehe ich. Cam. Okay. Aureon soll wirklich on fire dieses Wochenende, holy shit. Digga, 14-0, das ist wirklich crazy. Anderes Kaliber. Das sieht man nicht so häufig, so ein 14-0. Nee, wirklich nicht. Also ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob Wolfi ist ja, ich glaube, Wolfi ist 14-1. Ich glaube, der ist nicht 15-0 gegangen in Charlotte dann, glaube ich, oder nee, so. Nee, das jetzt holt 15-0, wäre krank. Stell dir vor, du gehst da einfach clean durch mit 17-0. Das wäre wirklich dieses andere krank. Ja. Also, bei Aurelio Sula ist so die Sache, der cuttet durch Swiss immer geisteskrank durch und Top-Cut ist immer, also, er hat nie so den finalen Wurf gemacht. Der ist halt immer dabei, der ist so oft im Top-Cut und der zerballert auch Leute in Swiss. Der ist Liverpool 0-1 gestartet, ja, und ist dann 12-2 gegangen. Krank. Also der ist wirklich ganz kranke Maschine und dann ist er direkt erst so in der Top-Cut geflogen gegen den späteren Winner. Also der hätte, es auf jeden Fall mal verdient, einen Event zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Also der ist wahrscheinlich der konstanteste diese Season von allen Spielern, aber hat es halt nicht zum ganz großen Wurf geschafft. Ja, World's weit hat er wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich bin mir absolut sicher, der sollte das schon haben. Der hat da 160 Punkte in Lille bekommen, 100 Punkte in Liverpool. Und dann war der bestimmt auch sonst überall noch Day 2 und sowas, wenn er nicht Top-Cut bekommen ist. Jetzt wieder Top-Cut, das heißt Minimum 100 Punkte wieder. Ich habe richtig Bock auf Ogapon Feuer in Zukunft, wenn ich den bei Aurelion Sula sehe, ohne Witz. Aber auch bei Stomny war der echt geil. Ja, das ist halt, also ich, am Anfang habe ich immer Ogapon Feuer gezockt. Dann bin ich rüber geswitcht zu Ogapon Water und inzwischen spiele ich ja Cornerstone. Ja. Also ich teste wirklich erst durch. Das Einzige, das ich noch nicht gespielt habe, ist das pure Pflanzen. Ja. Was halt auch nicht schlecht ist eigentlich, ne? Ja, das hat ja auch bis ins Finale geschafft bei dem Dozo-Team von Chuba Cross. Junge, das ist ein Dozo-Team, aber auch jetzt in der Top 8 ist, Junge, das macht mich sauer. Ist halt 2-2-2 Dozo, ne? Das wird. Ja, ich weiß. Ja, du musst dir halt vorstellen, wenn Restricted kommen, jetzt ist 2-2-2 Dozo mit Chien Pao, Dragon Knight. Aber Michi spielt dagegen. Michi weiß doch, wie man dagegen spielt, oder? Michi ist so ein Gamer. Ja, safe. Also Dozo sollte eigentlich so ein klassisches Michi-Matchup sein. Dozo klatscht halt Leute, die ja halt wirklich jetzt nicht so auf einem kranken Level sind. Aber Michi ist auf diesem kranken Level. Ja. Muss aber auch, das ist jemand, der Top 8 kommt. Also, du kommst ja nicht Top 8, wenn du einfach nur irgendein Spieler bist. Ja. Dozo forst halt für alle Spieler immer krasse 50-50s. Ja. Ob du es bist oder der Gegner. Das sieht halt immer leicht aus, Dozo zu spielen, aber es ist nicht leicht, auf einem guten Level Dozo zu spielen. Sehe ich. Protect? Oh, wenn wir den Sucker predicten. Ali Katschel. Auf Landorus. Er geht wahrscheinlich jetzt in Raw mit Wicked Blow, oder? Ja. Okay. Wolfie hat ein Video gebracht, das Instant der Gold. Das Thumbnail ist geisteskrank, ne? Ja. Das ist wirklich insane. Das ist wirklich stark. Ja, okay. Ja, das ist jetzt die Sache. Eigentlich ist das gamiges Game. Ja. Da muss Zucker. Ja, gut, das ist eigentlich egal. Ist egal auf wen. Ja, es eigentlich ist Zucker. Eigentlich ist Zucker auf Main, aber. Sollte, glaube ich, nicht mehr dann. Oh. Genau deswegen eigentlich, weil es könnte aber jetzt. Aber sollte nicht mehr dann. Komm, Skorme. Boomblast, ja, okay. Ja. Ja. Nee, Maddert jetzt nicht. Ist sein Lando schneller als Ivy Katsche? Ich denke aber, er hat ja auch noch sein Lando. Er hat noch Landorus, ja, genau, no. Und das gegnerische Lando hat ja 10%, also es ist an sich egal gewesen, ja. Junge, wie viele Crits, also unnecessary Crits er bekommt, aber ja, wie viele Crits er bekommt, ist geil. Bei mir hat der Move bisher ein einziges Mal gecrittet. Bei mir gestern bei Global Challenge, ich habe so gesagt, okay, ich kann jetzt nur noch mit dem Crit gewinnen, eine Achtelchance, ich wurde die ganze Zeit gefickt von dir, kommt, mach jetzt Crit und es kam der Crit. Ich so, okay, wir sind fein. Nee, ist sogar schneller, aber du gar nicht. Yes. Das war zu erwarten.
Deswegen, es wäre. Also, Protect war schon der Playoff-Lando, aber ich denke, es wäre der Icy Wind-Play. Also, er hätte auf Icy Wind gehen müssen. Junge, ist ja am Zittern, holy shit. Er macht es, der hat es auch gegen Snomny so gemacht. Also, was heißt gemacht, aber er hat halt. Ich glaube, der ist immer so übelst angespannt. Ach du Scheiße, boah, das sieht richtig stressig aus. Mein Envy, ja. Dass ihr dann noch so krass performt, Junge. Ja. Also, holy shit. Vielleicht hat er auch eine Krankheit. Also, es gibt kann ja auch sein, Leute, ja, safe. Also, da würde ich da kein Auge machen. Nee, Auge sowieso nicht. Ja, Auge klar, sowieso klar, nicht. Klar. Also, das hat mich nur krass überrascht, als ich gegen Snomny gesehen habe, dass so Aurelio Sula da sitzt. Snomny so halt natürlich tief durchatmet. Erstes On-Stream-Match, 5-0 gegen Sula, so ballern. Aber er sitzt da so und zittert über dich so, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, Snomny ist krass, aber. Ne? Aber chill mal. Andi schreibt mir auch gerade, dass Wolfie 4-1 gegangen ist in Charlotte, also auch nicht clean. Okay. Aus der Swiss raus. Aber die hatten auch eine Swiss Round mehr, weil so viele Leute da in Charlotte waren. Ne? Ja, schön, das war ja so ein riesen Event. Ne? Ich bin sehr gespannt, wie viele in EUAC werden, da sein werden? Ich glaube, es waren über 1000, aber also Bella hatte dazu was gepostet, aber da musst du halt noch Seniors und Juniors abziehen. Okay. Also ich glaube, es ist ganz, ganz knapp nicht der Kicker zu 1024 Spielern, aber kann inzwischen schon sein, das weiß ich nicht. Also Envy sagt, er hat auch im Interview gezittert, denkt bei ihm einfach viel Psyche, ist sehr viel Druck, aber er kann das Gewohnte, seine Comfortzone VGC abrufen. Das ist schon ein Skill. Das ist ein geisteskranker Skill, also das kann ja kaum jemand. Ja. Also jetzt mal, wenn wir jetzt mal sagen, es ist eventuell keine Krankheit oder er ist wirklich so geisteskrank angespannt und dann so eine Leistung abzurufen, ist wirklich insane. Ja. Weil, also wenn ich da sitze, wenn ich mir vorstellen würde, dort so zu sitzen und so krank zu verkrampfen und zu zittern, da würde bei mir gar nichts gehen, Alter. Ja, generell auch da zu sitzen, das ist auch einfach ganz anderes Feeling. Ja, safe. Das ist schon wild. Oder auch selbig. Double Booster, Grüße gehen raus. Beide Speed Boost, ja, ne? Ja. Also, ich gehe mal stark davon aus. Ja. Protect of Flutter. Ja. Also, er kann eigentlich immer entspannt. Protect of Flutter. Fackert auf. Eine Spike, ja, okay. Es kommt kein, also ich bin mir ziemlich sicher, dass kein Fackout kommt. Abgangstirade in Flutter. Ich denke. Ja. Weil ich weiß, welchen Play Ika hier gereadet hat, weil den hatte ich als erstes im Kopf, war Icy Wind und Ivy Cutchill auf den Flutter Main Slot. Weil er muss keine Angst vor Fakeout haben, weil das Flutterhaar hat Icy Wind und Moonblast, das macht kein Damage, hat Init Boost, also... Ja. Junge, Richard ist der Dreckigste. Er hat geschrieben, keine Sorge bei dir, bleibt das nur beim Vorstellen. Richard, hallo! Du hast gerade das Mr. Freaking Timo gewonnen. Same, einfach das ist krass. Moin Maurice, moin Aubert, moin Anna. Finde ich auch respektabel, dass er sich nicht aufhalten lässt, hier zu performen. Auch wenn es für ihn bestimmt eine große soziale Herausforderung ist. Safe. Bam! Junge, ich habe Dings gesehen. Ich habe die Live-Reaction von den Casting gesehen beim Sheer-Cold gegen Reggie Steele. Das war wild. Das ist schon echt gottlos, danke. Alter. Das ist wirklich gottlos. Aber Articuno ist auch Top 8, ne? Articuno ist Top 8, ja. Das finde ich auch so cool. Das ist der Arctos-Spieler. Shoutouts also an alle, die damals immer Arctos gehatet haben, dass er ein Opfer ist, dass der Pew ist. Tigger in Tears, also jemand so von Floberts Kollegen, also nicht Kollegen, aber einer von Floberts Zuschauern, der teilt halt so Flobert extrem und nicht so diese Mons-Sachen. Mhm. Und deswegen schaut er immer so Flobert-Sachen und dann ist der mal rüber, oder weil ich da bei der dümmste Flieg mitgemacht habe, kam der zu mir rüber, der war auch gestern die ganze Zeit im Chat und der hat halt keinen Plan so von Pokémon, was gerade abgeht. Und er meint so,
wie ist das denn gerade bei dir mit den Tiers und sowas? Also, ich so, hier gibt's keine Tiers. Er so, okay, aber gibt's dann wenigstens sowas wie Sleep Claws und Evasion Claws? Und ich so, ah, moin! Also, Dings, ne? Kennst du Arctos mit Schneemantel? Aber zeigen die echt alle Top 8 Matches? Nein, oder? Nein, zwei. Okay, okay. Und die zeigen Articuno auch noch? Ich will das Articuno Mirror sehen. Also am liebsten würde ich Michi sehen, aber... Schöne Grüße an Domji und schöne Grüße an Olli zurück. Wir sind, Timo und ich sind stolz auf Olli, er hat richtig abgerissen. So eine yes, so. safe. So ein Macher. Absolut. Und Domji, nächstes Turnier ist deins. Hundertprozentig. Da wird der 2-0 Start auch mal genutzt und nicht... reden wir nicht drüber. Gaming. Domji Gaming. Articuno Mirror ist gleich on stream, okay, ja, das wird geil. Was da kommt doch wann, wer Schierkau trifft. Wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich zusammen gebildet, ne? Sind zwei Niederländer? Ja. Ja, sind zwei Niederländer. Ja, ja, safe. Und beide Kollege Top 8 mit Arctos. Ja. Ja, ein Kollege von mir, der hat halt auch ja gesagt, hast ja auch gesehen, dass Xerox das Team benutzt hat. Der hat auch gesagt, da ist gerade eine Nische für Arctos, da kann der schon richtig reinknallen. Und jetzt sind zwei Arctos im Topcard, das ist so geisteskrank, ey. Safe. Warte, was? Michi, Semifinals, schreibt Skorme gerade. Wait, what? Wow, Michael the Best. Ja, dann sehen wir gleich Michi on stream. Dragon Knight is a man, but it was take down. I got the medal. I am so happy now. That also means that I'll be on the stream for my semis match. Can we break yet another curse? Let's go, Michi. Let's go. Habe ich hier noch nie ein Stream Match gewonnen? Der ist so ein Lügner. Der hat sein Stream Match in Stuttgart gewonnen zum Win It In für Day 2. Lügner. Aber nicht Top 8. Stream-Match. Ja, okay, aber man kann ja jetzt auch aus allem irgendwas machen. Ja, aber weißt du, wenn es ihm für sein Mädel hilft, um Worlds zu gewinnen, dann gönn ich ihm das. Ja, ist auch okay. Weißt du, dann sitzt er da, Worlds Final, on Stream und denkt sich so, damals Utrecht habe ich den Fluch gebrochen. Moin, Gara, was geht? Ja, okay, gönn ich ihm. Ole, damals Utrecht habe ich mich entschieden, 40 Euro statt 30 Euro für Coaching zu nehmen. Jedes weitere Placement gerade in Top 8 sind 5 Euro mehr für Coaching. Besonders das Geilste, wirklich, Michi ist der größte Bastard, den es gibt. Ich liebe ihn so sehr dafür, weil ich würde es genauso machen. Same. Er hat einfach, weil Florian Temme war ja so sein Schüler, er hat ihn ja gecoacht. Ja. Und dann hat er gesagt, Junge, ich habe das nur gepostet, dass Florian Temme mein Schüler war und gewonnen hat, damit ich die Preise erhöhen kann. Junge, ne, Michi sitzt da mit mir in Dortmund und wir schnacken so und er sagt so, also, jetzt mal abseits von MSS-Win, das war ein ganz schöner Win von mir. Circa 3 meiner Schüler sind Top-Card, der eine hat gewonnen, der eine so, weißt du, und ich denke so, ach so, ja gut, alles klar. Tim, das ist eigentlich dein Turnier hier. Ja, ist ehrlich so. Du warst Judge, du hast für deine Kollegen veranstaltet. Und es ist nicht mal unrealistisch, dass Michi an diesem Tag in Dortmund irgendwie 50 Teams oder so gebaut hat. Das ist tatsächlich nicht unrealistisch. Das ist halt crazy. Wenn Michi einfach, ja? einfach öffentlich sagen, dass er auch Wolfies Team gebaut hat. Das ist krank, das, dann würde ja jeder zu dir hingehen. Safe. Zippo, wir sind jetzt in der Top 8. Und wir haben noch Michael, der Beste, Michael the Best, unser guter Kollege. Und der ist jetzt im Halbfinale. Wir sind jetzt gerade noch im Viertelfinale, wir schauen gerade noch Viertelfinalmatch, 2 Runden. Aber Michi chillt jetzt seine Balls im Halbfinale, um gleich Aurea und Zoll zu revengen. Safe. Was mit Snomny passiert heute? Snomny ist wahrscheinlich Top 32, das ist insane. Ja, sie ist auf Platz 32 und also das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie nur höher gerankt wird. Ja. Also weil irgendeiner noch irgendwie nachträglich gedroppt wird. Also ich habe gesehen, unter ihr gibt es noch Leute, die auch gegen Leute aus Topcard verloren haben, aber Sobia hat ja gegen Aurea und Zoll verloren, ne? Topcard ist, guck mal. Topcard ist egal. Topcard ist scheißegal. Okay. Weil du musst dir vorstellen, auch es ist scheißegal für Day 2, dass Nomni gegen Aurelion Zula gespielt hat. Okay. Weil, Day 2 ist alles neu, oder wie?
Day 1 ist Day 1, Day 2 ist Day 2. Okay. Das heißt, sie ist safe top 32. Sie ist Top 32. Sie war nämlich am Anfang, als ich geschaut hatte, 33. Und ich war übelst sad. Ich war richtig mad für sie. Oh, das wäre wirklich... Aber, nee, der heißt nicht Aureon Sol. Also, der heißt Aureon Sola. Ja. Sola. Aber ich sage immer Aureon Sol, weil ich finde, das klingt witzig, weil es ein League-Champ ist. Friggin' Aureon Sola macht unseren deutschen Top-Cuts kaputt. Ist ehrlich so, ne? Wo sind die nächsten Regionals? Gibt keine vor Liverpool, oder? Du meinst vor London? Nee, das nächste ist, also es gibt noch London, das ist Europameisterschaft, danach ist Stockholm Regional und danach ist Special Event in Bologna. Bologna, also Special Event, also, so wie Utrecht, da zahlst du keinen Eintritt, genau. Aber verdienst auch kein Preisgeld. Ja. Weil Special Events sind in den Ländern, in Spanien, in Niederlande, in Italien, weil da ist Pokémon Glücksspiel. Und verständlich. Deswegen darfst du da keine Preisgelder bekommen. Ja. Kriegst trotzdem die Sachpreise und realistisch gesehen, also ich sag mal so, okay, wenn Michi das Ding hier gewinnt und alle Sachpreise, die er dort gewinnt, verkauft, dann hat er mehr gemacht, als er mit einem Win gewinnen würde. Kommt immer drauf an, aber es sind schon stolze Preise, wenn du die. Ja, allein die Champion-Matte und so ein Shit, weißt du? Ja. Das ist ja insane. Und vor allem, Michi macht es ja, also der zockt ja und nimmt allen Leuten die Punkte weg, damit er einen Travel Award bekommt. Ja. Und das wird er, denke ich, hinbekommen. Michi will ja. Ihr müsst überlegen, guck mal. Oder sowas 500 Punkte gesammelt. Safe. Ihr müsst jetzt mal gucken, okay? Michi Story, ja? Michi hat angefangen, wieder ein bisschen BGC in dieser Season zu spielen, weil ich dachte, ja, ich bin letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft Zweiter geworden. Also, in der Theorie ist es eigentlich egal, wie ich jetzt die Season spiele. Ich spiele vielleicht ein bisschen, damit ich nicht rusty werde. Aber ich habe ja meinen Worlds Invite sowieso schon. Naja, dann hat er angefangen, ein bisschen zu spielen, all unseren Freunden bei jeglichen MSS Punkte zu klauen. Richtig. Und dann alle, also die anderen waren nicht wirklich mad. Ein bisschen vielleicht, aber nicht. Schon. Ja, aber auch nicht so krank. Und dann irgendwann war Michi aber so, Moment, ich bin ja krass. Ich bin ja ein guter Spieler. Und dann dachte Michi so, ach, wisst ihr was, ich performe jetzt einfach doch und spiele einfach doch einfach nochmal die Season komplett, als wäre ich noch nicht invited, um so viele Punkte zu sammeln, dass er die Travel Awards von der Pokémon Company bekommt, um die Reise nach Hawaii bezahlt zu bekommen. Ich glaube, Hotels zu bekommen auch gezahlt, ne? Das weiß ich nicht. Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Okay, wild. Aber Urshifu stimmt, ja. Sucker auf Urshifu wäre es gewesen, oder? Nee, also, in Ogerpon. Guck mal, die Sache, was Aurelio gerade predicted hat, war das Bike-Sheet von Ogerpon. Eigentlich wäre der offensichtliche Play wäre Ivy Katsche, killt Ogerpon und Close Combat auf den Instant-Slot. Weil das killt Instant und Lando. Und dann werden beide besiegt. Er hat halt so 2 HP und deswegen kann er ja nicht einfach ins Spiky-Shield reinknallen. Und ja. Aber mit Gortor meinst du, ne? In Ogerpon, ja. Also, Ivy Katsche killt Ogerpon, danach Close Combat, killt Instant und danach ist es Landorus und Urshifu und die knallen beide einfach drauf. Die müssen nicht mal die Prius einsetzen. Mm. Können sie machen, aber müssen sie nicht mal. Guck mal, da ist Simon. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Michi Utrecht gewinnen sollte, hat Michi den Triple Invite. Er hat den Invite von letztes Jahr Worlds. Er hat genug Punkte für Worlds und er hat einen Regional gewonnen, wodurch, beziehungsweise Special Event, um zusätzlich auch nochmal einen Worlds Invite zu haben. Der Schädige, Digga. 14-0 into Top 8 raus ist True Combo, by the way. Ja, das, wie gesagt, das wäre, also, ich mache keine Augen ab, das wäre ein klassischer Aurelio Sula. Ja. Mann, Kirby, du alte Maschine. Schön, dass du am Start bist. Makeritsky. Der kriegt einfach 3 Slots. Also früher war das ja sogar so, dass Leute, je nachdem wie viele Punkte die haben, Instant Day 2 bei Worlds bekommen konnten. Aber das gibt's nicht mehr. Wonach die... Ne, ich glaube, das haben die abgeschafft. Ich glaube, jetzt muss jeder Day 1 spielen bei Worlds. Das war ich. Kenne mich da nicht aus. Ja, Reim hat mir das erzählt. Ja, ich würde sagen, Kusha und Reim sind immer die, die die Infos haben. Ich bin immer nur der mit... geht und spielt. Der gamet. Und dann irgendwann dann auf Hawaii chillt und sich denkt, okay, kein Plan, was hier geht, aber ich spiele mal ein bisschen Pokémon. Moin Jungs, Grüße TV. Du kannst einen Round 1 bekommen bei Worlds. Okay. Auch strong. Sei ganz ehrlich.
Boah, ich glaube wirklich, wenn du die Halle betrittst bei den Weltmeisterschaften, ist ganz anderes Feeling, Junge. Da weißt ja, du, also da weißt du, du musst halt überlegen, das ist halt so. Also jetzt mal klar, du kannst wirklich einfach richtig hart tryern und richtig viel traveln, aber das ist auch nicht für jeden so möglich. Und es ist wirklich so, du gehst in ein ganz normales Regional rein, wie bei den Weltmeisterschaften, bloß dass jeder von denen quasi absoluter Gamer ist und so, als würdest du Top 8 gegen jeden von diesen spielen. Den ganzen Tag über schwitzt du, da wird so reingeölt an dem Tag. Das stimmt. Da stinkt's nach Gewinner und Schweiß. Ja, Kirby hat geschrieben, Michael Sommer, Worldsplatz verkaufen, so für einen Fünfer. Wann BDX Peak Gaming? Es war Dortmund Runde 3, danach wurde es nicht mehr besser, leider. Aber Stockholm, hier, guck mal, Michi wird jetzt Utrecht, Champ. Ja. Das hab ich ihm auch geschrieben. Ja. Ich habe geschrieben, du machst Triple Invite in Utrecht ready. Und dann holt irgendeiner von den Jungs London und ich hol Stockholm. Fährst du nach Stockholm? Also ich versuche es auf jeden Fall. EUIC kannst halt leider nicht da sein, ne? Ja. Deswegen könnte ja Utrecht nicht da sein. Wie viele Punkte hast du? 290. 290 ist schon echt viel. Wie viele MSS-Plätze hast du noch? 3. Ja, okay, ist ja drin. Nee, 4. 4 habe ich. 4 habe ich. 4 gefüllt oder 4 noch offen? 4 noch offen. Ja, das ist ja free. Ich muss mal kurz mein Dokument öffnen. Ja, ich habe halt die meisten Punkte, die ich habe, ich aus Regionals geholt. Deswegen, ich habe eigentlich noch sehr, sehr viel offen. Ja, sehe ich. Da geht hundertprozentig noch was. Warte, ich kann ja mal kurz was schreiben. Yes. Ich hatte bei Tobi Clemens, der sich ja schon qualifiziert hat, der hat so eine Liste geführt, wo er überall die Punkte gesammelt hat. Das habe ich geklaut. Habe ich geschrieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, hat die gerade den Icy Wind gekriegt. Was sind MSS-Plätze? MSS sind Mid-Season-Showdowns und du kannst insgesamt 6 Mid-Season-Showdowns mit in deine Performance reinzählen lassen, aber das sind nur deine beste Performance. Du kannst dann zum Beispiel 9 Mid-Season-Showdowns spielen, wenn du aber bei 5 Stück Erster geworden bist und bei einem dann Zweiter und bei den anderen irgendwie Letzter oder so, dann zählen nur deine 6 besten Ergebnisse, ne? So war das. Richtig, das ist absolut korrekt erklärt. Yes. Das heißt, du kannst so viele spielen, wie du willst. Wenn du zum Beispiel, du hast 6 gezockt, bist aber einmal Letzter geworden, kannst du noch ein 7. mitnehmen und dann deine schlechteste Performance verbessern. Ja, also ich habe 2 mit Season Showdowns gespielt. Ich habe einen mit Season Showdown in Polen, da und eins in Dortmund. Top 64 und Dortmund Top 64. Ich muss mal schauen, wie es bei mir vielleicht nächste Season aussieht. Ich schaue mal, wie ich mich dann ready fühle. Etc. pp. Weil wenn ich dann halt in NRW wohne, würde es sowieso noch mal entspannter, weil da gibt es ja viele Events, weißt du? Ja. Ist aber gerade sehr, sehr schwierige Szenerie für Oblivion Sol. Ja. Ist Ogapon minus 1? Ja. Ja. Aber er hat Grass Glide tendenziell auch, glaube ich, auch auf Ogapon, ne? Aber er wechselt raus, aber er wechselt hat, mit... Er hat Follow Me auf Ogapon. Ah, so, okay. Aber das ist big, wenn Dings nicht für Protect geht. Das ist Landers. Sehr big. Der schippt trotzdem auch auf minus 1. Ja, außer Terra Steel, aber wird er nicht. Aber Protect wäre ja eigentlich immer Ikas Safe Play. Schauen wir mal, was wird. Okay. Ja. Okay. Die Sache ist aber jetzt... Das halt trotzdem echt Arsch aussieht für Aurelio. Also er muss Double Protect eigentlich jetzt zünden. Aber er geht auf Mutterfick, okay. Er muss, glaube ich. Er denkt, dass er muss zumindest. Aber er wird doch... Wenn Ika jetzt hier Fake Out auf Landorus... auf Urshifu zündet... Ja, Landorus, dann ist halt vorbei, Junge. Er ist halt schwierige. Wenn er echt Terra Steel geht, dann ist es. Ja, er geht Terra Steel krank. Dann ist es wahrscheinlich jetzt vorbei. Auch sehr kritisch. Wenn er Fake Out in Urshifu, dann ist Feierabend. Ende Gelände. Ende Sense. Fake Out. Ja, ist und over. Und Earth Power hinterher. Du hast gleich kein Crit. Sludge Bomb. Aber der ist nicht AB, deswegen killt er. Aurelion Solar.
Aber tatsächlich ist es alles noch gut open. Ja, oh, der kann seinen Sash wieder Attack bekommen durch Grassy Terrain, ne? Ja. Das ist und Crank. Vor allem ist halt die Sache, dass Ogerpon den Sucker Punch hat, und das ist super, super wichtig. Warte, Ogerpon hat den Sucker Punch. Urshifu, aber und Ogerpon ist halt schneller als der Rest, und Main kann Ogerpon nichts machen. Ja. Stimmt. Also das Grassy Terrain ist gerade sehr, sehr geil für Aurea. Okay, wechselt ja. Incineroar raus. Main wird hier droppen. Aber das. Er predicted den Protect von Lando. Das ist hier super wichtig. Oh, und der knallt einen Wicked Blow rein. Ja. Lando ist raus. Das ist krass. Das ist wirklich krank. Wie gesagt, es ist Aurelia Sula. Jetzt müssen wir schauen, was das letzte Mon ist und ob das noch irgendwas reißen kann. Geht Urshifu jetzt in dem Turn schon wieder auf den Sash zurück oder erst nächsten? Ich glaube, der geht jetzt sowieso für Protect Spiky Shield, oder nicht? Ja, der hat 1, 6, 7 und geht, glaube ich, auf 1 KP, glaube ich. 1 KP braucht er. Ja, aber er geht eher auf Protect Spiky Shield nächste Runde. Ja, kann er machen. Wahrscheinlich. 1, 6, 7. Nee, oh, er ist voll. Okay. Sash ist wieder intakt, Chat. Sash ist wieder intakt. Okay, in Incineroar hat er irgendwas, was... Er hat Ogerpon. Ogerpon kann sich nicht terran. Ogerpon kann sich nicht boosten. Oder hat er. Der hat nicht SD auf dem, ne? Niemals. Ja, Detect und Protect. Also Spike steht da. Ja, der hat uns schon Follow Me gezeigt mit dem Ogerpon. Ja. Also ist ja kein SD. Aber die Frage ist jetzt. Okay, auf wen geht er? Killt er jetzt Ogerpon? Hat er. Oder killt er Incineroar? Was ist gerade wichtiger? Ja, kommt Fake Out. Ivy Katsche wahrscheinlich in Ogerpon. Ja. Ja, also Ogerpon trifft sein Ogerpon sehr effektiv. Aber da musst du halt immer aufpassen. Spiky Shield. Ja. Boah, ich glaube, er sollte Ogerpon killen, oder? Oh. Woodhammer. Er readet den Spiky Shield, ja. Oh mein Gott, so ein Game! Ah ja, CG. Let's game. Aurean hat's. Aurean hat's. Es ist minus 1 Close Combat. Blood Moon lebt Incin. Es geht. GG. Stark. Das war wirklich. Deswegen, das meine ich. Also, Aurelia Sula zum Beispiel bei Game 2 gut ahead und dann hat Ika richtig gut geredet und Game geholt. Und jetzt hat Aurean adapted, ne? Ja. Ika war aber krass im Lead und Aurelio hat es gesehen und hat die Plays gezogen. Das war krass Gaming. Das war wirklich krass Gaming. Das sehe ich. Okay, aber ja. Kann nichts gegen sagen. Hat Aurelion verdient hier in dem Szenario. Auf jeden Fall. Beide super Leistung. Also, ja, es war ein geisteskrankes Best.